So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance, letztes Mal wurden wir von Mother böse überrascht und verprügelt. Ich würde jetzt gern zwischendurch mal wieder in die Challenges reingehen. Zunächst mal klarstellen, dass ich doof bin. Als ich sagte, Pong haben wir noch nicht freigeschaltet. Ist klar, ne? Ist genau das Gegenteil der Fall, wir haben es schon geschafft. Das hier ist, was wir noch nicht freigeschaltet haben. Das, wo Locked steht. Und dann weiß man nämlich auch nicht, wie es heißt. Kann man sich auch mal vorstellen. Außerdem... Ich meine... Passwort ist halt das, was am ehesten hier im Sinn kommt, wenn ich das so sehe. S-Words. Es passt nicht, weil es ist ja eigentlich in Words. Passwort, ne? Aber irgendwie habe ich da halt... Backpass-Word. Ich weiß es nicht, was mir... Ich weiß nicht. Ich kann es nicht erklären. Es ist einfach passiert. Es ist einfach passiert. I'm sorry. Außerdem... außerdem... Ich muss lachen, weil es ist so doof. Es ist so doof. Wie finde ich denn das am schnellsten? Sehe ich das nochmal? Oje. Oje. Kann man... Ah, wie findet man denn jetzt am schnellsten? So, geh... Oh, das ist ja doof gemacht. Guck mal, 543 von so und so viel. Ich finde es ja nie, was ich suche. Das sind ja dann die Items hier drin, oder was? Das will ich doch gar nicht. Okay, Moment. Wir probieren es nochmal von der Richtung aus. Vielleicht kommen ja die Ebenen direkt danach. Nein, jetzt kommen schon die Items. Oh Gott, wie soll man denn da... Also, das ist ja ein dummes Konzept. Ich wollte jetzt nochmal nach den Ebenen gucken, nach dem Bildschirm, wo drauf steht, dass ich... Asphit freigeschaltet habe. Das hieß nicht so. Ich habe das falsch gelesen. Das ist Ash Pit. Also, ne? Er gibt auch irgendwie... Ich habe das irgendwie mit Asphalt so ein bisschen mir vorgestellt. Keine Ahnung. Nee, also bis das auftaucht... Das ist ja doof gemacht. Ich dachte, man kann es so sortieren nach, keine Ahnung. Du hast die und die Ebene freigeschaltet. Nee. Guck mal, hier zum Beispiel kamen dann neue Ebenen. Und dann kommen wieder jetzt Items. Also es ist einfach nach chronologisch, also wahrscheinlich chronologisch, wie es halt im Update dann so drin war. Red Candle. Man kann schnell, recht schnell durchscrollen und man sieht ja, wo man gerade ist. The Void. Aber das ist alles noch hier, ne? Afterbirth. Wir haben nicht viel Afterbirth gespielt, deswegen ist natürlich auch einiges von Afterbirth jetzt neu für mich. Wir haben auch noch nie richtig Delirium besiegt. Ich will das auch nochmal sagen. Wir haben noch nie richtig Delirium besiegt. Das ist schon nicht so schön. Wir müssen irgendwann mal auch Delirium besiegen. Ist da alles, was man alles einzeln freischalten konnte. Eieieiei. Wait, was war das eigentlich gerade? Ah, Blue Womb, ja. Das ist ja noch viel, ist ja noch richtig alt. Da hat man gerade die Challenges freigeschaltet. Das ist aber an sich auch wieder interessant, so ein bisschen die Entwicklung zu sehen, ne? Was alles schon... Wie sich das alles entwickelt hat mit der Zeit. Wo sind wir hier jetzt? Das ist alles noch Afterbirth. Oh, Prism? Ne, Prism war auch noch Afterbirth. Das war nur für mich neu, ne? So rum war das. Anthony, jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt kommen wir der Sache näher. Und das hier, was ist das hier eigentlich? A secret exit, your fate diverges. Oder heißt es diverges? Oh, ich bin mir nicht sicher. Dive. Weil tauchen ist ja dive, aber... diverse, es wird dive, vielleicht heißt es diverges. Ah, Dross, jetzt kommen die Ebenen. Ich hab's gefunden. Ash Pit. Das hat sich gelohnt. Ne, ich habe einfach das P und das H... Irgendwie gedanklich und dann ist halt S-Fit. Und so, ich weiß nicht.
Keine Ahnung. Es ist Ashpit. So. War sonst noch irgendwas Lustiges, wo ich mich korrigieren muss? Es war. Ich musste so lachen, als ich die Kommentare gelesen habe. Ja. Also bis auf meine ganzen Entscheidungen, die halt dumm waren. Ne? Hätte man hier auch die. Nee, hier sind nur die Items, ne? Hier hätte man nicht die Ebenen gefunden. Deswegen dachte ich ihm gleich, ich gehe in die Secrets, weil da die Ebenen auftauchen. Hier sind ja nur die Items. Alter, wie viele Items es gibt insgesamt. Es ist so insane. Wir haben noch nicht mal ansatzweise irgendein. Boah. Die Endings sind hier dann auch so. Okay. Endings haben wir aber gar nicht so viele noch. Da gibt es eigentlich nur noch ein Ending und ein Final. Ein neues Final gibt's. Ich habe Angst. Es wird. Ich habe ja gemerkt, ne, allein Mother war schon wieder für mich viel zu krass. Das wird so böse. So, jetzt aber Brains. Mal gucken. Wurde offenbar tatsächlich, ja, habe ich auch gar nicht erst realisiert, wurde verändert. Dadurch, dass man jetzt hier so Gift-Dings abläuft. Was gegen fliegende Gegner nicht so hilft, aber gegen die normalen halt schon. Na, jetzt hat es ihn einfach deswegen zerlegt. Das wird, glaube ich, am Ende tatsächlich eine große Hilfe sein. Ja, aber wie gesagt, am besten wäre irgendein Item, was eben dafür sorgt, dass man... Da ist ja gar kein wichtiger Stein dabei. Was eben dafür sorgt, nicht... Oh Gott, ich darf mich nicht... Ja, dann ist es besser, ich mache das so. Das ist so viel besser. Oh mein Gott, das ist so viel. Weil das Problem ist, wenn ich zu nah an einem Gegner bin und die explodiert. Oh, kann der mal... Ah, shit. Okay, ich habe aber jetzt eine Bombe bekommen. Kann ich die... Die macht die nur kaputt, die explodiert da nicht. Okay, also muss ich die... Ach so, ich kann ja drüber laufen. Jetzt wäre ich... Wenn ich jetzt die Bombe gelegt hätte, hättet ihr mich wieder schlagen dürfen. Ich habe zum Glück noch dran gedacht. So, wir zerlegen ganz kurz das Feuer wegen Münzen potenziell. Und wir brauchen Münzen. Vielleicht kriegt sie irgendwelche guten Items im Shop, ne? Lucky Penny. Okay. Es ist so viel angenehmer mit der Spur. Die Spur macht jetzt schon... Die Spur macht jetzt schon vieles... Oh, boy. Da ist ein gefährliches Feuer. Die Spur macht jetzt schon vieles besser. Also, ich habe nur deswegen so oft Brains verhauen, weil ich wollte warten, bis das Update da ist und bis das Brains besser macht. Achso, ich könnte jeden Raum einmal die Kacke setzen und da vielleicht Münzen rausholen. Habe ich viel mehr vergessen. Oder andere Dinge. Oh, okay. Baby Plum, oder wie das Ding heißt. Die fliegt jetzt zum Beispiel, der interessiert sich jetzt überhaupt nicht für meine Spur. Ich treffe sie so auch nicht. Oh boy, okay. Okay, so treffe ich sie. Und tschüss. Nice. Ach so. Ach shit, ich krieg ja nur blaue Herz. Ich krieg ja normales HP ab gar nicht. Nicht so nice. Ich krieg ja nur... Oh no. Und die Challenge ging ja bis... Oh, ich sehe es gerade. Die Challenge ging ja bis Blue Baby. Das ist ja the chest. Und dann realisiert gerade, wie weit er spielen muss. Ich glaube, das war keine gute Idee, das nochmal zu probieren. Oh Gott, das machen wir nur einmal. Das probieren wir jetzt wirklich nur einmal. Ah, super. Ich meine, wenn ich jetzt sowas wie, Dings bekommen würde, Dark Bum, wäre es natürlich cool. Oh boy. Die Unsichtbaren, ist da noch ein Unsichtbarer? Nee, ich sehe jetzt keinen Unsichtbaren mehr. Okay. Was haben wir hier? Purity. Purity war plus ein Soul Heart und irgendwas noch. Also auf jeden Fall einsetzen. Aber es war noch, ich glaube, es cured die
Genau, es macht ein Soul Heart dazu und heilt den Fluch, wenn der die Ebene einen Fluch. Oh, hi. Das ist jetzt blöd. Ich habe nicht genug Geld, aber wenn ich genug Geld habe, komme ich wieder. Weil ich halt da meine. Toll. Toll. Ich hatte da meine Schlüssel geopfert, wollte ich sagen. Aber ich meine, vielleicht kriegen wir das Geld zusammen. Dann kann man ja immer noch damit arbeiten. Das heißt auf jeden Fall Itemraum suchen. Itemraum sage ich schon. Geheimraum suchen. Ah, oh, das ist immer so verzögert. Also man kann nicht so einfach schießen. So wie es, also für die, die es nicht so kennen. Das Brains hat so ein bisschen Verzögerung, bis es losfliegt. Ich drück die ganze Zeit schon nach links. Oh mein Gott. Change. Ja, okay. Wenn ich ein Item irgendwo bekomme, könnte ich es jetzt umwechseln. So, hier würde sich ein Geheimraum anbieten. Und dieser Raum spricht auch nicht dagegen. Yikes, das machen wir anders. Das machen wir so. Komm her. Na, dann bin ich jetzt nämlich durch das grüne Gift bin ich jetzt zum Glück. Nein, Adobe. Durch das grüne Gift bin ich jetzt zum Glück ein bisschen sicherer, was Situationen angeht, in denen. Okay, so, vorsichtig. Kann ich die vorher sprengen? Natürlich nicht. Will nur hinlaufen und die kaputt machen. Ich hoffe, das reicht. Gut. HP up bedeutet aber halt leider, HP up bedeutet hier halt leider nicht das, was ein echtes HP up bedeuten würde. Nämlich, weißt du schon? Es gibt mir halt nur ein Soul Heart und das ist natürlich nicht ganz so, weil das Soul Heart kann halt für immer auch wieder verschwinden. Mit der Maschine spielen wir dann eh nicht. Kann also auch in die Luft fliegen, das ist nicht schlimm weiter. Gehe ich mit 10 Münzen in den Shop oder gehe ich mit 10 Münzen dann zum Baby und spiele eine Runde? Das ist jetzt halt noch die Frage der Fragen. Holen wir uns erstmal hier noch eventuell Münzen ab. Oh boy! Jetzt gehen wir definitiv zum Baby und spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dabei ein Item rauskommt, ist schon relativ hoch. Nach 15 Münzen sollte der gnädig sein. Was haben wir hier? Gut, und hier? Ich bin dumm! Ich hätte in dem anderen Raum, hätte ich ja über die ganzen Dinger drüber laufen können. Ich hab nicht dran gedacht, dass ich, okay, das Sun wird jetzt nur die Map aufdecken und mich nicht mehr heilen, weil ich ja keine roten Herzen habe. Dann ist das Sun gar nicht mal so effektiv. Und ich würde den Path Daggers erstmal mitnehmen. Falls wir irgendwann einen Fluch bekommen sollten. Okay. Dass das nicht schief geht. Gut, dann gehen wir jetzt kurz spielen. Spielen nicht, also halt zum Bettler. Das ist ja kein Spielen, das ist ja was anderes. Okay. Joker ist ein Transport in den Satanraum. Setzen wir ein, wenn wir hier jetzt nichts bekommen. Aber Satanraum will ich. Okay. Satanraum will ich halt eigentlich gar nicht. Ah, ist schon wieder dumm jetzt. Kann mich Joker auch. Ich muss mal kurz Joker lesen. Kann mich Joker auch in den Engelraum bringen, wenn die Wahrscheinlichkeit auf Engelraum da ist? Oder bringt er mich definitiv in den Satanraum? Devil Deal Room, okay. Devil Deal Room. Zählt das dann als. Ich meine, der wird jetzt eh auftauchen. Das ist das Ding. Wir haben 100% Wahrscheinlichkeit auf Devil Deal.
Und ich kann ja auch keinen Rotherz-Schaden bekommen. Also bleibt der Devil Deal. Ich kann halt höchstens drauf gehen. So, aber das wäre dann halt dumm. Ja, wie gesagt. Oh, nee. Was wäre das Schlimmste? Bad Trip eigentlich. Tears down. Was ist die Pille, die doppelt da ist? Tears. Oh gut, zweimal ein Tier down. Tears up. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Okay. Alles Dinge, mit denen man leben kann. So, ich gehe jetzt nicht in den Satan-Deal. Sondern ich gehe einfach. Jetzt könnte ich trotzdem noch den Shop besuchen, ne? Ja, jetzt geht mit 16 Münzen gehen wir natürlich noch in den Shop. Das machen wir noch. Dieser Rucksack macht was? Dieser Rucksack macht ein extra active item slot. Okay. Und wenn ich jetzt ein zweites active item hätte, kann ich mit Steuerung durchswitchen. Gut. Ich schaue jetzt auch solche Sachen nach. Ich bin jetzt wieder in der Phase, dass ich sage, wenn ich nicht nachgucke, ich versau mir ja nur alles. Nee, ich habe mir jetzt oft genug schon Sachen versaut. Okay, also seid mir da bitte nicht böse. Ich hoffe, ich habe alles getan, was ich hätte tun sollen und können und müssen und tue das Richtige. Wie gesagt, wir hoffen auf Angel Deal. Und der hat jetzt ja 33% Wahrscheinlichkeit schon mal. So. Okay, wenn es da... Oh, Mist! Ich wollte gerade sagen, wenn es da oben explodiert... Ach, kann ich das einfach überlaufen? Oh Gott, nicht auf die Pilze laufen. Die Pilze laufen ist eine ganz schlechte Idee. Okay, sehr schön. Ja gut, kann man mitnehmen. Wheel of Fortune. Ich kann es gleich mal setzen und gucken, was dabei rauskommt. Okay, die normale Maschine. Sollten wir also Münzen bekommen, spielen wir, weil Daggers nehme ich halt eh mit. Ne? Um Flüche abzuwenden. Sollte irgendwann mal der Curse of Darkness über mich kommen, dann schmeiße ich sowas von Daggers an. Das könnt ihr gar nicht mehr auf euch vorstellen. Dim Bulb. I think it's broken. Also der Flat Penny gibt mir ja Schlüssel, wenn ich Münzen einsammle. Aber was macht diese ausgeschaltete Glühbirne? Was macht die ausgeschaltete Glühbirne? Wo ist die? Da ist die. Garantiert plus 0,5 Speed, plus 1,5 Range, plus 0,3 Shot Speed. Wenn Isaac's Active Item is completely uncharged. One-time-use Items. Achso, ja gut, ist was anderes. Immer wenn es nicht aufgeladen ist, und zwar komplett nicht aufgeladen ist, dann kriege ich einen Bonus. Das ist jetzt doof, weil ich ein Item habe, was halt sehr schnell aufgeladen ist. Nämlich mit jedem verdammten Raum. Lol. Nämlich mit jedem Raum. Na? Jetzt habe ich hier den Bonus. Sobald es im nächsten... Ach so! Nee! Blödsinn! Ich setze ja jedes Mal jetzt nach dem Raum das ein. Okay. Sehr gut. Dann ist es genau das richtige Item für mich. Versteht ihr? Jetzt ist es aufgeladen. Jetzt setze ich das gleich wieder ein. Und dann ist es nicht mehr aufgeladen. Warte, das führt zu einem Würfelraum. Ich möchte dafür jetzt eigentlich keine zwei Schlüssel opfern. Weil was könnte es... Es könnte am Ende halt ein Würfelraum sein, der mir meine Bomben hier wegnimmt. Und dann habe ich gar nichts mehr in der Ebene, mit dem ich spielen kann. Weil ich glaube, dass ich keine Tiers verschießen kann, das nimmt der Würfelraum nicht weg.
Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann bringt er mir alles durcheinander. Lieber nicht. Und zwei Schlüssel opfern, um zu gucken, was jetzt da überhaupt für ein Würfelraum ist. Da bin ich jetzt auch nicht... Oh, ich kann noch gar nicht fliegen. Aber was heißt noch nicht? Muss überhaupt nicht fliegen können. Okay. Sollten wir noch mehr Schlüssel bekommen, dann vielleicht, aber... im Moment nicht. Ach komm! Jeder Treffer ist blöd. Ach komm. Ich bin von ein paar Viechern am Rand überfordert. Das gibt's doch nicht. Mein Gott. Aber ja, jeder Treffer ist extremst blöd hier. Oh Mann. Oh Mann. Na gut, weiter im Programm. Ich hoffe, dass der Engelraum mir irgendwas Nützliches bringt. Okay, Last. Nice und nice. Poison Touch und Speed Up. Sehr nice. So. Hier müsste es dann immer noch richtig... Oh Gott! Ja. Wenn man zu sehr an Assasin noch gewohnt ist vom letzten... Ach, das sind die Dinger. Da komme ich nicht ran. Ich könnte eine Bombe versuchen reinzuschieben und das so ein bisschen hoch zu sprengen. Aber ich komme effektiv nicht ran. Und die schieben das leider auch nicht. Ich habe keine Tränen, um Bomben zu schieben, so richtig. Also ich könnte nur so ein bisschen versuchen, die reinzuschieben. Dabei riskiere ich aber, getroffen zu werden. Ist alles gerade nicht so günstig. Da komme ich ran. Wow. War jetzt nicht so der geilste Deal. Okay, aber wir haben die ganze Ebene abgefrühstückt. Zeit für den Boss. Schauen wir mal, ob das funktioniert mit... Hier, weißt du schon. Oh. Ich muss erstmal die Fliegen loswerden und dann diese ganzen Mistdinger da. Das muss ich erstmal aushalten. Ja, du da unten musst weg. Und jetzt du da oben. So, und jetzt immer wieder schön in ihn rein. Oh, nee. Oh, ich darf halt nicht... Okay, nice. Okay, nicht so nice, weil kein Engelraum aufgetaucht ist. Aber ich glaube, erhöht es jetzt die Chance für den nächsten Engelraum? Keine Ahnung, ist egal. Gut. Machen wir noch irgendwas? Nee, ich würde sagen, wir gehen. Ich weiß, jetzt könnte ich... Ich habe jetzt den Automaten hier gespawnt. Aber ich hätte den Automaten eh nicht mitgenommen, weil ich Purity mitnehme. Also was soll's. Trinket-technisch ist die Licht, die Birne auf jeden Fall das bessere Trinket. Ja, jetzt erhöht sich die Engelraumchance. Sehr schön, so brauchen wir das. So muss das. Okay. Geh halt weg. Geh weg. Udi. Wollte ich nicht, aber ist okay. Glück ist es mir nicht passiert, während ich Purity in der Hand hatte. Gott. Jo, der schießt hoch. Okay, die explodieren in Tears, also in Bullets. Tears sind es ja nur bei Isaac.
Nicht getroffen. Store Credit, yes. Okay, wenn wir einen Shop finden, kann ich mit dem Trinket reingehen. Aber erstmal nehmen wir die Glühbirne natürlich weiter mit. Nice. The Stars. Bringt mich zum Itemraum, den es hier nicht gibt. Damit wird es ein random Teleporter. Okay. Das sollte eigentlich auch kein Problem darstellen. Darf nur nicht dafür sorgen, dass am Ende zu viele hier rumfliegen. Ich musste schön strategisch... Scheiße. Weil es halt dauert, bis ich meine nächsten Kollegen losschicken kann. Gerade mache ich genau das Gegenteil von dem, was ich wollte, aber es funktioniert trotzdem. Ihr seht's ja. Passt schon. Dauert jetzt nur noch ein bisschen. Aber wir haben ja Zeit, ne? So... Und weg mit dir. Und jetzt einen noch. Und ciao. Sehr schön. Oh boy. Da hat sich noch eine Treubombe Ach, ich hätte in der letzten Ebene den Geheimraum noch. Sorry, an den denke ich immer nicht. Habt ihr natürlich recht. Oh nee, die müssen weg. Weil die werden, wenn die in ihrer Masse unterwegs sind, ist das nicht gut. Nee, wenn sie die in so einer Masse unterwegs sind, ist das nicht gut, weil dann habe ich so wenig Möglichkeit auszuweichen. Genau deswegen. Ah! Nein. Das war so dumm. Aber gut. Schwarzes Herz hat geregelt. Naja, nicht so wie ich wollte, aber hey. So. Wir könnten den mal kurz nehmen. Und hoffen, dass ich die Karte kurz angezeigt bekomme. Funktioniert das nicht mehr so wie früher? Oder verwechsel ich das Item mit irgendwas? Ich dachte, das war, wenn man in den neuen Raum geht, dass das irgendeinen Zufallseffekt annimmt. Und dazu gehört auch, dass manchmal die Karte aufgedeckt wird. Ja, dann nicht. Aber jetzt bin ich zum Beispiel gerade groß, ne? Jetzt bin ich wieder normal. Doch, es ist schon so, es ist schon so. Irgendeinen Effekt macht der, aber vielleicht die Karte nicht mehr. Oder ich habe einfach nur gerade Saupech. Na, scheiß drauf. Okay. Komm wieder her, Glühbirne, komm wieder her. Durch den Raum gehen wir nicht durch. Müssen wir nicht. Der ist nutzlos. Gehen wir hier rüber. Hier geht's auf jeden Fall schon mal weiter. Alter, schieß halt! Nein, jetzt steckst du oben! Geh, schieß hoch! Oh, du bist so doof. So hast du nicht schießen können. Wieso konntest du jetzt nicht schießen? Ich verstehe es nicht. Was war dein Problem? Ey, das war ja wieder echt dumm. Aber der muss weg, das ist schon mal gut. Der da unten ist jetzt ein bisschen nervig, weil da kann ich erst schießen, wenn der aufgeht. Und dann muss ich weg. Und das mache ich hier oben auch noch, wenn ich meine Bombe wieder habe. So, tschüss. Sehr gut. Okay, ich denke, wir nähern uns dem Boss. Würde ich jetzt mal vermuten. Jawohl. Ach komm. Ach komm. Alter. Jetzt aber. Und du noch. Neuer. Sehr schön. Okay. Hier wäre eine gute Möglichkeit für den Geheimraum. Jo, da würde ich sagen, gehen wir überall ran. Ich mache nur erst das Feuer weg, dass ich da nicht versehentlich reinlaufe.
Okay. Und dann gehen wir noch nicht zum Boss, weil wir hatten ja noch dieses, ne, wir müssen den Shop noch suchen. Wir haben ja noch dieses Trinket für den Shop. Das würde ich schon gerne. Ah, wir haben noch den anderen Geheimraum. Wartet mal kurz. Passt der hier unten? Der passt hier unten. Schade. Hätte wirklich gepasst, aber dann suche ich ihn nicht. Dann gibt es zu viele Möglichkeiten für den. Dann suche ich ihn nicht mehr. So, wir suchen noch kurz den Shop. Perfekt. Nice. Ich habe gehofft, dass die so springen, dass ich an die Pille rankomme. Das hat zum Glück funktioniert. Die hatten wir noch nicht. Risiko! Gott. So, jetzt Trinket holen für den Shop. Und gucken, was er so hat. 1 plus 1 nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann das Herz. Und ich glaube, das Ding verdoppelt meine Familias für einen Raum, ne? Dieses Teil hier. Reagiert es auch auf die Bomben, dass ich dann mehr von den Bomben habe pro Raum? Ich hol's mir mal. Ja. Jetzt ist die folgende Frage. Müssen beide Items leer sein, dass die Lightbulb funktioniert? Dimbulb? Weil so funktioniert sie natürlich nicht, ne? Wenn ich jetzt hier wechsle, wenn ich jetzt den Kackhaufen setze, dann kriege ich die Stats ab. Okay, nice. Und wenn ich jetzt wieder zurückwechsle, dann nimmt sie die Stats weg. Und wenn ich wieder hinwechsle... Okay, alles klar, verstanden. Gut. Ja, dann jetzt Boss. Jetzt habe ich... Was war das? Pferde Stars. Jetzt habe ich, denke ich, alles getan, was ich hätte tun können und sollen und müssen und so weiter. Okay. Dann setze ich beim Boss jetzt natürlich das hier ein und wir gucken, ob das das macht, was ich denke. Dass ich dann 6 von den Dingern habe. Nice. Das macht natürlich, ne, das macht die Möglichkeit, schnell zu schießen, nochmal viel besser. Kommen denn jetzt auch 6 zurück, also bleibt es dann für den Boss die ganze Zeit über? Oder kommt dann nur wieder, aua, 3 zurück. Jetzt habe ich 3. Engelraum ist da. Okay, bring mir was Gescheites. Bitte nichts, wofür ich Schlüssel brauche, weil das wäre gerade ganz schlecht. All stats up. In it in. So. Die Frage ist, wollen wir uns den Schlüssel... Nee, eigentlich gibt es keinen so Grund, den Schlüssel zu holen, ne? Ist Quatsch. Okay. Jetzt ist die nächste Frage. Lädt sich das Item, Spacebar-Item im Hintergrund auch auf, wenn ich dieses hier im Vordergrund lasse? Werden wir jetzt auch testen. Okay. Wir gehen aber jetzt weiter. Hier haben wir jetzt wirklich alles getan, was wir hätten tun können. Passt. Weiter im Programm. So. Also, 8. Boah, ich bin fast ein bisschen alt flott. Hilfe. Alter. Gott, war das schlecht. Okay, an die Herzen komme ich nicht ran. Das ist blöd. Na, wobei, wenn ich schnell bin, könnte ich eins opfern. Ist riskant. Ist echt böse riskant, was ich da sage. Lieber nicht. Ja, okay, das andere hat sich auch aufgeladen. Alles klar. Gut. Gut zu wissen. Wenn ich hier sprenge, haut's mir dann beide Flacken weg. Flacken. Oh, da war aber der Itemraum. Nice. 30.
Okay, ich kann schnell genug weg, wenn die explodieren. Das wollte ich testen. Tears up. Tears up. Weil manchmal können die auch explodieren und dann muss man, würde man getroffen werden. Denn, oder ist es so, dass ich gegen Gift immun bin? Habe ich irgendwas eingesammelt, dass ich gegen Gift immun bin? Weil es wirkt schon so, als ob sie mich treffen würde normalerweise. Bin ich gegen Gift immun, weil ich dieses Poison-Zeug hier um mich rum habe? Das ist wahrscheinlich eher der Fall. Dann hätte ich die anderen Pilze auch abkaputt laufen können. Das ist jetzt ärgerlich, weil dann hätte ich da coole Items. Okay, aber dann weiß ich es für die Ebene, dass ich die Pilze kaputt laufen kann. Ach so, gut, jetzt kommen in der Ebene nicht mehr so viele Pilze natürlich. Ja, gut. Haben wir nochmal ein Tears Up mitgenommen. Ich hasse so einen Raum. So ein Raum überfordert mich immer erstmal böse und da gibt es meistens einen Treffer, wie gerade eben halt. So. Erstmal schimpfen. Ich hab gar nicht gesehen, wo die Gegner sind. Jetzt habe ich es gesehen. Gar nicht erst irgendwas spawnen. Gar nicht erst irgendwas spawnen, Kollege. So ist gut. Okay, wir gehen nach oben weiter. Ich muss sagen, ich bin ganz schön schnell mit dem, wenn ich jetzt die Lightbulb noch zusätzlich einsetze. Ne? Bin ganz schön schnell, aber ich glaube, das ist ganz okay. Ich muss mich nur dran gewöhnen. Nicht, dass ich am Ende vor zu viel Geschwindigkeit irgendwo reinrenne. Jupp. Boss. Nein! Ich habe nicht getroffen! Ah! Kollege. Mehr Tears up? Nein, das nicht. Luck up. Ich frage mich echt, wann die erste schlechte Pille kommt. Nicht, dass ich sie haben möchte, aber... Ja, das ist halt das ist eine super gute Pille, aber für einen mit blauen Herzen natürlich überhaupt nicht. Okay. Schauen wir uns weiter um. Suchen wir doch den Shop. 12 Münzen. Ich würde fast sagen, nö. Ich würde sie nicht riskieren wollen. Wir gehen zum Boss. Oh, Junge. Bin ich froh, dass ich die Bomben habe, weil das ist ein unangenehmer Kollege. Oh, und ich kann ihn mit dem Gift Schaden machen. Wie nice ist das denn? Und wir haben nochmal einen Engelraum. Das ist auch nice. Komm, gib mir Wafer oder irgendwie sowas. Irgend sowas Geiles. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das nehmen wir auf jeden Fall mit. Sensor. Peace be with you. Okay, ich muss es nachgucken, damit ich es nicht falsch einsetze. Damit ich es nicht falsch einsetze, muss ich nachgucken, was es tut. Es ist ein Afterbirth-Item. Ich hätte es also schon kennen können, aber ich kenne es noch nicht. Gives Isaac a familiar golden sensor, which creates a huge aura of light that slows down any enemies inside it. Okay, Gegner um mich herum werden langsamer. Klingt sehr angenehm. Das heißt, auch der würde sich dann verdoppeln mit Dings. So, jetzt hoffe ich, dass ich hier nicht den Kollegen freisprenge, sondern nur die Bomben hole. Die Flammen. Okay. Ein blaues Herz haben wir draus geholt. Passt. Ja, nice. Die Gegner in dem Bereich werden langsam. Das klingt sehr angenehm. Das klingt äußerst angenehm. Und ich frage mich, wie gesagt, was passiert, wenn ich das mit der Truhe kombiniere? Könnt cool sein. Gehen wir noch rum? Gucken wir noch? Ich würde sagen, nein. Ich bin ganz ehrlich, ich würde sagen, nein. Ich habe Bedenken, wenn ich jetzt noch rumgucke, dass das schief geht. Deswegen lassen wir es lieber. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Und hoffen auf den nächsten Angel Deal.
paar können ja theoretisch noch kommen. Na, so ist ja nicht. Alter. Alter! Ich renne schon wieder überall rein. Oh, guckt euch mal. Selbst die... Ah, selbst die Schüsse werden langsam. Das heißt, ich bin jetzt übertrieben schnell und die Viecher sind jetzt übertrieben langsam. Ich finde, das ist eine sehr angenehme Kombination. Okay, das ist echt cool. Das kann allerdings auch dafür sorgen, dass ich am Ende in die langsamen Schüsse reinlaufe. Wenn ich Pech habe, ne? Möchte ich mal kurz anmerken. Muss also schon ein bisschen aufpassen. Weil ja normalerweise die Schüsse schnell weg sind, aber so sind die Schüsse ja dann erstmal eine Weile unterwegs. So. Brimstone bringt Brimstone an der Wand. Brimstone an der Wand. Ciao, Kakao. Mach dich weg, Kollege. Möchte nicht mit dir spielen. Danke. Puh. Okay. Das meine ich, ne? Dass ich, da muss ich aufpassen, dass die nicht... Okay. Ah, nee, nicht der. Nicht gut. Da wollen wir nicht rein. In den wollen wir nicht reinlaufen. Ey, ich treff halt auch nicht. Oh, da kommen Spinnen. Da kommen Spinnen, da kommen Spinnen. Weg mit dir. Da kommen noch mehr Spinnen. Aber die kann ich auch dann slowen. Alles wird geslowt in dem Bereich. Eigentlich kann da gar nichts mehr an mich rankommen. Weil der Slow-Effekt ist ja keine Wahrscheinlichkeit, sondern der setzt ja immer ein. Das ist schon cool. Ach, da drüben muss ich hinschießen. Jetzt verstehe ich. Ah, da war der... Der Spawner für die Spinnen. Da war... Okay, verstanden. So, nicht in den Bettler reinlaufen. Sondern einfach weiter hoch. Boss! Ist jetzt die Frage. Gehen wir direkt zum Mom? Oder warten wir noch? So, gucken wir uns noch um. Und hoffen auf Stuff. Meins wäre der letzte Shop. Ne? Ich würde nochmal den Shop besuchen. Ich würde nochmal den Shop besuchen und das... Ich riskiere das jetzt. Ich besuche nochmal den Shop. Der kann... Das Häufchen hat Mitleid mit mir gehabt, weil ich zu doof zum Treffen bin, hat es sich von selbst in die Stacheln begeben. Das finde ich gut. Oh, schon wieder so ein... Oh, lol. So ein... Dice-Ruhm. Aber ich möchte nichts rerollen. Ich möchte nichts rerollen. Bin zufrieden, wie es ist. Okay, Geheimraum. Abflug. Jetzt ist der Shop-Besuch noch viel besser. Weil wir nochmal Münzen vorher gekriegt haben. Jetzt ist der Shop-Besuch noch viel, viel effektiver. Sehr schön. So, ich denke schon dran, mein Dings wieder zu holen. Keine Sorge. Mein Purity. Oh, da ist der Kollege nochmal. Ist okay. So, erst hole ich mein Purity wieder, bevor ich hier irgendwas vergesse. Alter, ist eine Pille. Ach, das war ein I'm excited. Die braucht man nicht. Okay. So, Dalle. Ich weiß, es könnte auch ein anderer Würfelraum sein, der nicht nur mich rerollt, sondern auch die Items, die dort sind. Dann kriegt man manchmal auch coole Sachen wie Soul Hearts. Eigentlich könnte man... ja, komm, wir gucken kurz rein in den Würfelraum. Solange ich nicht in die Mitte laufe, passiert mir ja nichts. Ich gucke auch kurz nach, was es dann für ein Effekt ist, dass wir da nicht Probleme... Oh, Arcade sehe ich gerade jetzt erst. Mmh.
Wenn wir im Shop waren, gehe ich hier nochmal rein. Aber erst waren wir im Shop. Beziehungsweise jetzt jetzt ist da ein Schlüsselbettler und jetzt gebe ich zwei Schlüssel her. Aber ja, komm, wir gucken rein. Wir gucken in den Würfelraum. Ist okay. So, es ist die 6. Was macht die 6? Reroll all of your items and all the pickups on the entire floor. Nee, der rerollt mich. Und das will ich nicht. Ich möchte nicht rerollt werden. Und dann gehe ich lieber auch gar nicht zu der Kiste rüber. Sorry. Ist mir zu riskant, dass ich da den Effekt auslöse. Ist mir zu riskant, dass ich da den Effekt auslöse. Tut mir leid. Bin ich gerade echt ein Schisser. Gebe ich zu. Brimstone. Nee, da gar nicht Brimstone. War gar nicht das Brimstone-Viech. Ich dachte erst. Dann ist ja alles gut. Ich treffe ihn halt nicht. Mensch. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Nein, den wollte ich nicht auflösen. Komm, mach dich weg durch das Gift. Da war noch ein Gegner. Auf damit. Auf Mist zu spawnen. Spinne, verschwinde. Ah, die hätte ich... Okay, wir machen erstmal den weg. Dass er Ruhe gibt. So. Geht doch. Okay. Ich bin so dumm. Ich hab nicht Anfahrt. Ich wollte es loswerden. Ich wollte es loswerden. Das explodiert dann ja. Sorry, war doof. Ich wollte es nur loswerden, dass es dann nicht vor dem Ding rumliegt und ich es nicht Schwerter einsammle und versehentlich mitnehme. Ah, war nicht, was ich wollte. So. Ein blaues Herz weniger. Nicht so die beste Aktion. Ne? Oh, auch kein guter Raum. Für jemanden, der mit Explosionen etwas nicht so beengt sein darf. Okay, weg mit euch. Okay, war blöd, ich weiß. So, Emperor haben wir hier. Emperor wäre natürlich auch was zu mitnehmen, gerade für die Chest am Ende. Bin ich ganz ehrlich, bei Emperor bin ich jetzt stark am überlegen, ob ich es nicht einfach mitnehme und in the Chest einsetze, dass ich nicht diese ganzen furchtbaren Zusatzräume spielen muss. Weil da könnten wir der One am ehesten verhageln. Bin ich ganz ehrlich, ich würde lieber Emperor mitnehmen dann anstatt Daggers. Aber dann natürlich Daggers vorher einsetzen, keine Sorge. Kommen wir jetzt langsam mal zum Boss. Boss, Shop. Boss haben wir ja schon. Entdeckt. Oh. Ah, ich treffe mit den Dingern immer nicht. Okay. Geht's hier hoch? Da ist dann der Shop. Yo, hier ist eine Trapdoor. Hoffentlich eine mit Leiter. Ansonsten ist es Quatsch. Alter! Ja, nice, mit Leiter. Coole Sache. So, ich spreng mal vorsichtig hier. Ich wollte halt nicht zu nah ran. Mann. Oh, es hat nicht mal was gebracht. Hier ein bisschen näher dran vielleicht. Gut, besuchen wir erstmal den Shop. Okay, ich glaube, das Blaue ist... Ich gucke kurz nach. Ich habe irgendwas... Irgendwie eine Assoziation mit Spinnen oder Fliegen oder irgendwie sowas assoziiere ich gerade damit. Auf jeden Fall ein sehr altes Item. Das gab es schon im alten... Ach nee, Pandoras Box. When used... This item will spawn a set of items or consumables based on which chapter you are currently on. Oh! Ich bin in Devs. 4 Soul Hearts. 20... Oh nein! Devs 1 wären 4 Soul Hearts, Devs 2 sind 20 Coins.
Womb 1, 2 Boss-Items. Womb 2, die Bibel. Kathedrale, ein Angel Room Item. Chest, ein Coin. Wow. Yo, ich kann's halt einmal einsetzen. Aber das muss ich machen. Das muss ich machen. Und ich muss es dann am besten... Oh, jetzt bin ich am Überlegen. Die Bibel wäre halt schon nice. Die Bibel wäre halt schon nice. Weil mit der Bibel kill ich halt das Herz instant. Mit der Bibel kill ich halt das Herz instant. Oh Gott, lasst mich kurz nachdenken. Lasst mich ganz kurz ein bisschen nachdenken. Doch. Wird. Ich meine, die zwei Boss-Items könnten auch geil sein. Und das Angel Room-Item könnte halt auch geil sein in Kathedrale. Ah, jetzt bin ich echt. Jetzt bin ich echt, ne? Oh, das ist jetzt wieder so ein Entscheidungsding. Das ist jetzt wieder so ein böses Entscheidungsding. Will ich lieber zwei Boss-Items, die Bibel. Oder ein Angel Room Item plus... Okay, das Eternal Heart ist halt nicht so nützlich, weil ich blaue Herzen habe. Ich würde fast auf die zwei Boss-Items gehen. Ich glaube, ich gehe auf die zwei Boss-Items. Ich gehe auf die zwei Boss-Items, würde ich sagen. Ah, das ist jetzt echt eine schwere Entscheidung, ne? Ich meine, ich nehme es jetzt erstmal auf jeden Fall mit. Das ist schon mal ganz klar. Und das Gute ist vor allem, das zählt als One-Time-Use und ist damit immer nicht aufgeladen. Das heißt, ich kann damit die Birne praktisch auch die ganze Zeit einsetzen. Das hat also nur Vorteile. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch drin ist. Das ist Money ist gleich Power, ne? Das ist Money ist gleich Power. Das würde mir jetzt überhaupt nichts bringen. Ja, plus 0,04 Damage Up für jede Coin, die man hat. Dann gehe ich lieber hier rein und versuche mal das Item zu rerollen. Wir haben ja Geld. Robo-Baby. Robo-Baby nicht schlecht. Vor allem, wenn ich hier mit meiner Box das verdoppel. Aber es könnte halt noch viel besseres Zeug dabei rauskommen. Zum Beispiel. Ist das jetzt nur ein HP-Up oder macht der auch noch mehr? Macht der auch noch mehr oder war das nur ein HP-Up? Ist das Flat Mushroom oder wie heißt das Ding? Der muss doch auch eines der ersten Items. Ja. Ah, Odd Mushroom. Nee, der Oh, ja. Damage up, range up, tier hate. Okay, klingt sehr nice. Nehmen wir auf jeden Fall einmal mit. Ist ein bisschen Speed down, aber durch die Birne habe ich genug Speed. Na, das passt. So,
War da noch ein blaues Herz? Nein, schade. Kein blaues Herz mehr. Okay, jetzt haben wir auch alle Räume gesehen. Jetzt müssen wir mit dem, was wir haben, zu Mom. Ich muss Daggers noch einsetzen und dann Dings mitnehmen. In meinem Plan, damit zur Chest zu kommen. Ne? Das muss jetzt aber halt dann auch funktionieren. Das ist das Ding. Hier, Emperor. Also jetzt erstmal Daggers einsetzen, Soul Heart mitnehmen. Und dann ab zu Mom. Gleich mal hier hin wechseln, dass ich nicht versehentlich die Pandoras Box einsetze. Das wäre nämlich doof. Achso, soll ich noch zur Arcade? Soll ich die 5 Münzen noch verspielen? Ja, komm. Wir verspielen die 5 Münzen noch fix. Im Geheimraum waren wir ja drin. Den anderen Geheimraum haben wir so schnell nicht gefunden. Da gibt es zu viele Möglichkeiten. Ja, wobei... Ich habe eine Bombe. Ich habe einen Versuch. Lass mich mal gucken, ob das sinnvoll wäre. Ja, doch, das wäre sinnvoll. Okay, vorsichtig, da kann auch was Böses rauskommen. Ciao. Das war die Bombe nicht wert, aber was sonst? Wie gesagt, wir gehen kurz shoppen. Ach, shoppen meine ich nicht. Ich meine spielen. Ach, es war ja kein ja, es war ja der Kollege. 6 Münzen. Na komm, probieren wir es. Im Zweifelsfall sind sie weg. So was soll's. Dann habe ich Pech gehabt. Aus Töpfen könnte noch Geld kommen. Jetzt schon gelohnt. Hat sich jetzt schon gelohnt. So, was hast du noch für mich? Ein Guppy-Item. Jetzt nicht nützlich, weil keine roten Herzen, aber zum dabei haben, zum einmal eingesammelt haben, auf jeden Fall gut. Münzen, damit habe ich, das habe ich, darauf habe ich gehofft. Genau darauf habe ich gehofft. Empress. I'm excited. Okay, wir müssen Emperor weiter mitnehmen. Will ich meine restlichen Schlüssel jetzt hier versuchen? Ja, komm, wir gucken, was bei rauskommt. Hä? Machst du dir... Ich hab keinen Schlüssel mehr! Nein, ich habe keine Möglichkeit mehr, an Schlüssel ranzukommen. War im Shop noch ein Schlüssel zufällig? Möchte nein. Ah, shit. Ah, dang, ich habe nicht... Ah. Doch! Wenn das jetzt nicht die 5 Münzen wert ist, dann... Dann böse. Habe ich hier die Steine kontrolliert? Ja, sieht gut aus. Also hier einen Stein mit einem blauen Herzen zu übersehen, wäre auch so einfach Todesurteil. Okay. Es gibt mir meine 4 Münzen wieder, also ich habe eine Münze Verlust gemacht. Das ist okay, aber es ist kein guter Deal gewesen. So, Abflug jetzt. Jetzt wirklich Abflug. Ich könnte noch die Bettler sprengen.
Aber ich glaube, da kommen nur Herzen raus. Ich lasse es lieber. Und ich glaube, das senkt meine Angel-Deal-Chance. Ich bin mir nicht sicher. Ich lasse es jedenfalls lieber. Ab zu Mom. Bin da hier. Bin doch hier. Haben wir jetzt mehr Licht? Ja, wir haben jetzt mehr Licht. Haben wir jetzt einen stärkeren Slow-Effekt auf die Dinger? Wäre cool. Oh, shit. Alter, ich kann die Bomben nicht schießen. Jetzt. Irgendwie hat es nicht funktioniert mit den Bomben. All diese... Warum, wieso habe ich jetzt nicht 6 Bomben? Ich müsste... Oh, nö. Ich laufe überall rein. So. Und tschüss. Okay, kein Satan-Deal. Short. Aber ist halt so. Gut. Emperor haben wir dabei. Weiter im Programm. Kein Satan-Deal, sag ich schon, kein Angel-Deal. Aber wir haben ja noch hier jetzt die Chance auf Angel-Deals. So ist ja nicht. So. Oder zählen die One-Time-Use-Dinger als aufgeladen? Steht es bei der Glühbirne dabei? Ich dachte, die zählen als nicht aufgeladen. Count is uncharged. Okay, passt schon. Passt schon. Habe ich mich nur versehen. Gut. So, jetzt ist die Frage. Wie gesagt, ich könnte es jetzt einsetzen und kriege 2 Boss-Items. Was könnten Boss-Items sein? HP ab. Damage ab. Lauter solche Geschichten. Eigentlich cooles Zeug. Ich wüsste jetzt kein Boss-Item, was ich nicht haben möchte. Aber das Angel Room-Item ist halt auch verlockend. Ne? Und die Bibel ist halt auch verlockend, weil sie mir das Herz erledigt. Und das Herz könnten wir den One beenden. Gehen wir auf die Bibel. Gehen wir auf die Bibel. Gehen wir auf die Bibel. Es ist echt schwer. Es ist echt schwer. Gott. Gott. Nein, hör doch auf. Och, ey. Und ich muss auf jeden Fall bis zur Chest, sollte ich bis zur Chest kommen, jetzt wird es halt hier echt kritisch, hier unten wird es jetzt echt böse kritisch. Sollte ich bis zur Chest kommen, muss ich 4 Schlüssel auf jeden Fall dabei haben. Ah, hier unten wird es jetzt echt kritisch, ich habe so ein schlechtes Gefühl. Allein wie das jetzt wieder gerade gelaufen ist, ne? Ich kann so ein Ding halt nicht so schnell abschießen, was soll ich tun? Okay, was haben wir hier drin? Nope. Könnte behalten. Okay. Der Raum ist voll in Ordnung. Stachelraum rennen. Wäre super dumm. Okay. Sollten wir nochmal einen Battle über den Weg laufen, haben wir schon mal Münzen. Ah, ich hätte vielleicht in die Nähe von dem Ding gehen können und dann wäre es geslowed. Ich weiß es nicht, ob das funktioniert hätte. Wobei der Brimstone um mich rum wurde auch nicht. Ich glaube, so ein Laser wird nicht geslowed. Ich glaube, so ein Laser kriegt keinen Slow-Effekt rein. Ne? Bruder! Kommt der einfach von da oben um die Ecke? Frech. So, cooler Raum übrigens. Wir sind komplett. Sind komplett schlecht gelaufen. Wir haben alles, was bisher gelaufen sind, war umsonst. Das heißt, vor allem hier die ganzen blauen Herzen zu verlieren, war auch leider umsonst.
Könnt ihr hier den Geheimraum bekommen? Nope. Okay, auch der Raum sollte... Oh, nee! Wo bin ich jetzt wieder reingelaufen? Wo bin ich jetzt gerade wieder rein? Ach, in so einen Stachelstein, ne? Scheiße. Oh boy. So einen scheiß Stachelstein bin ich. Ja, ja, in so einen Stachelstein. So, das Ding an der Wand hat sich schon mal verabschiedet. Die kleinen Engelchen folgen. Okay, vorsichtig hinla... Oh. Okay. Okay, da ist ein großer Raum. Ich muss wahrscheinlich eh durch den großen Raum, also gehe ich jetzt gleich hin. Hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Okay. Aber der Raum sollte klar gehen. Wenn die nicht direkt in meinem Gesicht spawnen, die Viecher... Sollte ich immer genug Möglichkeit haben, auszuweichen. Boah, der ist böse gespawnt. Komm, jetzt runterschießen. Nice. Den auch. Da drüben einer. Jetzt ist er weg. Muss ein bisschen... Ich bewege mich vorsichtig, dass die mir nicht in meinem Gesicht spawnen. Ah, der ist zu schnell wieder weg. Wo bist du? Hä? Ach, das ist jetzt wieder die Situation, dass ich zu lange brauche und das Spiel sagt, komm, ist okay. Ist okay, du hast genug gelitten, du darfst den Raum verlassen. Aber gilt der Raum jetzt als geschafft, wenn ich rausgehe? Oder muss ich das nochmal machen, falls ich nochmal hier durchgehen müsste? Ich will den lieber erledigen, den Typ. Ich hoffe, dass ich nicht dadurch getroffen werde jetzt, aber ich vermute halt, ich muss den Raum dann eh nochmal spielen, wenn ich den jetzt nicht besiege. Weiß es nicht. Ich riskiere es lieber jedenfalls nicht. So ein Ding ist das. Ach komm, das war so knapp vorbei. Nur weil ich solche blöden... Alter. Slow Mode sei Dank, der um mich rum herrscht. So, jetzt aber. Das gibt mir nochmal eine Full-Health-Pille. Die nützt mir so richtig viel. Setze ich gleich ein, so gut ist die. Okay, Brain gegen Brain. Darf nicht reinlaufen. Oder weiß ich gar nicht, ob ich jetzt, weil ich ja selber so eine Spur hinterlasse, ob ich dann selber nicht auch einfach immun dagegen bin. Aber ich will es lieber nicht ausprobieren. Ne? Wir wollen es mal nicht testen. So. Alter, die Ebene ist schon wieder echt blöd. In welche Richtung könnte der Boss sein? Ach, komm schon. Die nicht. Macht euch alle weg. An sich ein angenehmer Raum. An sich ein angenehmer Raum. Okay. So, ist hier oben irgendwas Cooles? Nein, schade. Komm, Boss, jetzt in die untere Richtung. Komm, 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 Boss. Okay. Die dürften eigentlich okay sein, weil... So leicht darf der mich nicht treffen. Muss nur ein bisschen wegen dem Steinen da aufpassen. Nice. Da gehe ich nicht rein. Die Schlüssel kannst du behalten, Spiel. Da gehe ich safe nicht rein. Boss. Gleich die Scheiße in die Mitte lenken. Und den Typen weg. Den Typen loswerden. Jo. Yikes. Yikes. Mach dich weg, Kollege. Ah, der geht immer so schnell wieder weg.
Alter, den kriegst du nicht. Jetzt. Gott, war das eine schwere Geburt. Gut, dass ich das nicht beim Boss eingesetzt habe. So. Zwei Möglichkeiten für Geheimraum. Den müssen wir auf jeden Fall probieren. Komm schon, was? Nö. Das sehe ich nicht. Hier gibt es noch eine Möglichkeit. Ja, hier gibt es noch zwei Möglichkeiten. Beide probiere ich noch und dann lassen wir es. Okay, komm. Blaues Herz. Auch gut. Auch gut. Dafür haben wir die Coins. Blaues Herz, komm schon. Blaues Herz. Blaues Herz. Blaues Herz. Nice. Blaues Herz. Blaues Herz. Blaues Herz. Auch nice, nehme ich zum Boss mit. Muss ich nur dran denken, dann wieder zu gehen. Also dann wieder hierher zu gehen und Emperor mir zu holen. Blaues Herz. Komm, noch eins. Noch eins. Okay. Ich warte mal noch, ob ich vielleicht noch irgendwo Coins herbekomme. Ne? Aber jetzt gehen wir erstmal mit Strength zum Boss. Strength. Ich kann das TH nicht, es tut mir leid. Ihr kennt mich. Wenn ich zurückgehe, voll happy, dass ich den Boss besiegt habe und renne hier in die Stacheln rein. Bitte deabonniert mich. Danke. Drachnid. Oh mein Gott. War das schlecht gerade. Kriege ich jetzt meine Dings mal wieder? Nee! Aber jetzt habe ich mein. Jetzt ist der Schild wieder da, aber der ist nur ganz kurz immer da. Mann, ich. Treff die Kacke nicht. Ah, komm! Schieß halt rüber! Och. Ist doch Kacke. Oh, war es ein schlechter Kampf. Aber schönes HP ab. Kann man mitnehmen. Okay. Ich bin jetzt gerade ne. Okay, ich bin gerade ganz was Dummes am Überlegen. Ich bin gerade ganz was Dummes am Überlegen. Ach so. Ach so. Hat sich erledigt, meine Überlegung. Ich wollte nämlich gerade sagen, was ist denn, wenn ich mich jetzt treffen lasse, dann geht doch das Goldherz kaputt. Dann kriege ich doch wieder Münzen. Aber das Goldherz war das HP ab, was ich durch Strength bekommen habe. Und das war ja nur temporär. Und deswegen ist es kaputt gegangen und ich musste gar nicht weiter überlegen. Oh, ich hätte... Ja, ich hätte damit die Münzen einsammeln sollen. Da habe ich nicht dran gedacht. Ja, aber jetzt habe ich nochmal Möglichkeit auf blaue Herzen. Oder Hierophant oder so Zeug. Empress. Ich lese gleich mal, was die Walnuss macht. Ich habe es, glaube ich, schon mal gelesen. Oh Mann! Müll. Schade. Okay, Walnuss, was tust du? A hard nut to crack. Break when taking damage from an explosion. If it does, it will drop a random trinket, coin, heart and key. Naja, nee, ich nehme lieber die Barb weiter mit. Und mein Emperor. Ah, die blauen Herzen gefallen mir nicht. Die blauen Herzen gefallen mir gar nicht. Aber was soll ich tun? Da muss ich jetzt durch, ne?
Da muss ich jetzt durch. Ist blöd, aber was soll ich tun? Aber jetzt weiß ich umso mehr, dass es die sinnvolle Entscheidung ist, sich hier die Bibel zu holen. Ach so, jetzt ist die Lightbulb ja useless, weil ich die... Ach, scheiße. Da wäre die Walnuss vielleicht tatsächlich gut gewesen. Naja. Too late. Ich habe nicht nachgedacht. Die Lightbulb ist jetzt useless. True Story. Ich mache hier erstmal ein bisschen Platz. Dass ich hier nicht irgendwo gegen... Nee. Ich sehe das blaue Herz und war voll abgelenkt und hätte mich jetzt fast treffen lassen. Das wäre dann... Da wäre die Freude schnell vorbei gewesen über das blaue Herz. So freue ich mich jetzt erstmal eine Runde. Oh Gott. Okay, da unten. Nicht getroffen. Alter, die hauen so schnell wieder... Okay, cool. So, jetzt aber... Rüber mit den Bomben hier. Langsam wird's riskant, die Dinge einzusetzen. Yo! Bitte mehr davon. Oh, gefährliches Ding. Erstmal die Feuer wegmachen. Okay, und jetzt mal gucken. Jo, was? Das habe ich nicht bestellt. Aber die kriege ich weg. Das ist kein Problem. Die tun mir praktisch nichts. Die wollen nur spielen. Zweimal ernsthaft. Zweimal Pech. Come on. Ah, nicht getroffen. Okay. Kein guter Geheimraum. Wir könnten jetzt Räume überspringen, aber ich habe keine Bomben mehr. Aber ich habe den aufgesprengt. Ah, sehr gut. Okay, in welche Richtung überspringen wir Räume? Ich würde sagen, hier hoch. Ich hoffe, hier hoch ist eine gute Idee. Ja, da geht's auf jeden Fall weiter. Ah, Stachelsteine. Böse Stachelsteine. Vorsicht. Nee, geh kaputt. Ich treffe den nicht. Schießt der. Du darfst nicht schießen da unten. Du bist mir zu nah. Okay, so ist gut. So ist gut, so ist gut. Jetzt einfach rüberschießen. Tschüss. Und großer Raum. Der weiterführt. Oh, böser Raum. Weil die teilen sich gleich in kleine Mistviecher auf. Hm. Aber wenn ich die slowe, dürfte ich an ihnen vorbei. Oh mein Gott. Der Slow-Effekt ist so gut. Der Slow-Effekt ist so gut. So, weg mit dir. Weg mit dir. Heidewitzka. So, wo gehen wir hin? Wir gehen hier rein, weil da könnten jetzt Totenköpfe sein und die könnten mir coole Karten oder schwarze Herzen geben. Können mir auch Gegner geben, deswegen muss ich aufpassen, dass ich direkt weglaufe. Tower. Da ich aber Emperor mitnehmen muss, ist Tower jetzt nicht so nützlich und da ich Tower auch nicht beim Boss einsetzen kann, weil ich beim Boss direkt die Bibel einsetze, ist es alles... Oh, weg mit dir. Das ist alles useless. Okay. So, ich schätze mal, es geht nach rechts weiter Richtung Boss. Ich hoffe, dass ich da richtig liege. Ich hoffe sehr, dass ich da richtig liege. Nein, ich liege nicht. Fuck. Bin in so eine Scheiße wieder reingelaufen. Das ist immer belastend.
Ah, es ist belastend, in so eine Kacke reinzulaufen, ne? Ach, komm schon, ey. Shit. Okay, da ging es leider nicht weiter. Ärgerliche Momente. Kann ich da dran vorbei? Dann da hochschießen? Junge. So, und jetzt weg mit dir, weg mit dir. The Rock. Also Small Rock, aber ist egal, ist scheißegal, wie ich es nenne. Nice, nice, nice. Okay, ich vermute, nach hier geht's weiter. Oh, Leute. Ich muss nur mit der Bibel zum Boss kommen. Dann sind wir erstmal in der Kathedrale. Oh Gott. Yes, ich habe sie beide erwischt. Das hätte jetzt so böse werden können, wenn ich die nicht erwischt hätte. Danke, Slow Effect. Ich glaube, der hat es ein bisschen verzögert, den Schuss. Ich glaube, der hat den Schuss ein bisschen verzögert. Mein Gott, ich... Mein Gott, ey. Aber hier geht's auf jeden Fall weiter zum Boss. Okay, nix für mich hier. Definitiv nix. Ja. Allerdings haben wir vorher noch ihn hier. Aber das sollte passen. Jetzt sind die slow und dann kann ich die einfach wegfrühstücken. Vielleicht so, dass wir den Geheimraum hier noch bekommen, wenn ich Glück habe. Nein, okay, ist egal. Noch eine Pretty Fly. Oh, yes. Okay. Bibel setzen. Und rein. Und tschüss. Und Abflug. In die Kathedrale. So, jetzt hier lebendig durchkommen. Weil hier kann ich Emperor ja noch nicht... Also natürlich kann ich hier Emperor auch einsetzen. Klar könnte ich mich jetzt zum Blue Baby... eben nicht zum Blue Baby, zu Isaac porten. Aber ich muss ja zum Blue Baby kommen. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich hoffe, dass der Slow-Effekt mir einfach ganz oft den Hintern rettet. Und dann den Rest machen dann die Pretty Flies. Mein zwei Putty Flies sind eine Ansage. So ist es nicht, ne? Alter. Weg mit dir. Okay. In welche Richtung könntest du sein, Isaac? In welche Richtung könntest du sein? Die nicht. Die Kerzen müssen weg. Die anderen Viecher sind irrelevant. Nur die Kerze ist relevant. Ich bin hier gefährlich unterwegs und komme an die Kerze nicht ran. Scheiße! Mann! Jetzt treff doch diese scheiß Kerze. Oh Gott, ey. Ah, so viele Herzen und ich kann alle davon nicht nutzen. Das ist ein Graus. Es ist ein Graus. Sollten wir aber noch einen Bumfriend bekommen, dann wird hier durchgefrühstückt. Komm, blaue Herzen. Perks. Und nochmal Tiersen. Ai. Zweieinhalb blaue Herzen, Leute. Das sieht nicht gut aus. Wenn wir nochmal so einen Raum bekommen, wird's kritisch. Okay, ich muss kurz aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie was
Ich sehe da unten den blauen Stein. Ich sehe den blauen Stein. Das Ding ist, ich habe ein bisschen Angst, dass da Bomben rauskommen. Deswegen setze ich jetzt noch nicht, laufe ich da noch nicht drüber. Nicht, dass ich mir dieses Ding hier gleich sprenge. Ich will mit dem Ding spielen. Und hoffe erstmal auf die... auf die dritte Pretty Fly. Mit der dritten Pretty Fly könnte ich eigentlich aufhören zu spielen, weil ich glaube, viel mehr Brauchbares kann mir das auch nicht. Doch, das kann, glaube ich, auch Pillen droppen, ne? Na gut. Na gut, so, jetzt vorsichtig. Tears und Shot Speed Up, warum nicht? Nicht gerade, was ich brauche, aber warum nicht? Ah, okay, wir gehen in den großen Raum. Oh boy. Es ist so gut, dass wir slowen. Es ist so gut, dass wir den Slow-Effekt drin haben. Und ich hier einfach überall durchlaufen kann und praktisch damit... und praktisch damit alles abschießen kann und allem ausweichen kann. Es ist so wichtig gerade. Sonst wäre ich hier so aufgeschmissen. Mit dem, was ich habe. Gott, der Slow-Effekt ist so wichtig für die... für so einen Quatsch. Weil die können überall durch. Die haben die für die... die haben genauso die Steine nicht als Hindernis, ne? Die interessiert die Steine überhaupt nicht. Die Bomben prallen an den Steinen ab. Deswegen müssen die auch weg. Boah, dass die Tiers runterslowen, ist so gut. So ein geniales Item. Weg mit dir jetzt. Weg mit dir. Okay. Ich fürchte, wir müssen in den nächsten zweiten großen Raum. Es hilft leider nichts. Ich fürchte, wir müssen da rein. Ich kann mal gucken, ob hier vielleicht, wenn ich Glück habe, der Geheimraum ist und ich nach unten durch kann. Das wäre episch. Schade. Aber hier geht's dann nach unten. Okay, gleiches Spiel wie vorhin. Schön alles wegsprengen. Sehr schön. Weg, 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 weg! Nice, beide erwischt. Böse Fliege, aber die wird langsam. Das heißt, die kann, der kann ich wieder ausweichen hier. Der hat sich irgendwo hingeportet. Wo landest du, mein Kollege? Erstmal die Fliege. Da ist er. Erstmal dich und dann noch die Fliege. Okay. Die Töpfe mache ich lieber nicht auf. Nicht, dass da mir gleich Spinnen entgegenfliegen. Okay. Was ist hier unten? Böse Räume. Okay, den ersten habe ich. Den auch. Noch das Drecksviech. Und dann noch das Drecksviech. Und dann noch eine Fliege. Leute, 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 Leute. So. Nach unten oder nach rechts? Wir gehen nach oben. Wir gehen nach unten. Und ich könnte mal gucken, diesmal mache ich es richtig, ob ich mich in den Stachelraum reinsprengen kann. Wäre dann von hier aus und nach unten weiter. Nein. Kann ich nicht. Okay. Nee. Ist doch kacke. Ach Mann.
2,5 Herzen. Let's go. Hier geht's nicht weiter. Come on, und die blauen Flammen haben mir nicht mal blaue Herzen gegeben. Hier geht's nicht weiter. Der komplette Weg war Müll. Das ist nicht, was ich bestellt habe. Oh, shit. Der nächste große Raum steht uns bevor. Eine Trap. Eine Trapdoor. Jetzt mal ganz blöd gefragt. Wo lande ich denn, wenn ich in der Kathedrale in der Trapdoor... Okay, es ist so eine Trapdoor. Erstmal hier alles abfrühstücken. Ich habe immer Angst, dass da Bomben rauskommen oder sonst irgendwas. Deswegen mache ich die mal ganz vorsichtig auf. Viel zu oft sind an sowas schon Once. Da ist der Geheimraum. Guter Geheimraum. Jetzt nur nicht. Oh Gott, ey. Ich spreng nur die Seite. Ich habe Angst, dass ich, na, wisst ihr schon. Okay, Strength ist wieder nice für den Isaac-Kampf. Also, fühle ich. Muss dann nur dran denken, hier Emperor mir zu holen. So langsam habe ich Probleme, eine Pille einzusetzen. Ich bin ganz ehrlich. Ich setze jetzt keine. Ich meine, ich habe Balls of Steel noch nicht gehabt. Ach, scheiße. Wenn es jetzt Bad Trip ist, ich hau mir ins Gesicht. Okay, Range Down, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Habe ich Strength dabei? Ja, gut. Strength. Ah, die letzte Pretty Fly. Pretty awesome. Wir haben 3 Pretty Flies. So, was haben wir hier? Hä? Ich habe Fragen. Also, Contagion ist nicht so... nicht so geil. Das könnt, weiß gar nicht, ob mich das auch sprengt. Aber die Revenge Fly... ist das die Revenge Fly? Gelbe Fliege? Ja, ist die Revenge Fly. Die ist nice. Die ist nice. Die nehme ich sowieso mit. Ich frage mich nur gerade, wie man an das andere rankommen soll. Kann man hier durchlaufen? Nee. Hä? Kann man dahinter durchgehen? Hä? Kann man das sprengen normalerweise? Wahrscheinlich kann man das sprengen. Also wenn ich noch eine Bombe finde, gehe ich nochmal hier runter. Was ich jetzt halt nicht weiß, ist, ob dieser Effekt von Contagious, dass die Gegner explodieren, ob der mich mitreißt oder nicht. Das ist so ein bisschen mein Problem gerade. Ich habe da ein bisschen Angst. Wenn ich ehrlich sein darf. Immer noch kein Bossraum. Aber an sich kein schlimmer Raum. Die müssten eigentlich kein Problem sein, um sie wegzufrühstücken. Das ist, glaube ich, der Effekt einfach, dass man Sachen kaputt tritt. Und das kann ich ja eh schon. Richtig? Deswegen heißt es auch You Feel Stronger. Wo ist er? Warum lasse ich es mir bestätigen? Ich weiß es eh. Ach nee, das ist, ich nehme keine Schaden mehr bei Stacheln und Blut, wenn ich das halte. Okay. Ganz ehrlich, da die Light Bulb gerade sowieso ziemlich useless ist... Bevor ich mich an irgendwelchen Stacheln vertrete, nehme ich das lieber mit.
Junge, ich habe keine Bomben mehr. Wie soll ich da hinkommen? Gib mir Bomben. Scheiße. Wait a moment. Ist das die Ebene, wo ich The Tower im Dings hatte, in dem Raum? Nee, ne? Ist nicht die Ebene. Nee, nee, das ist nicht die Ebene. Nee, hier hatten wir nicht The Tower. Das war eine andere Ebene. Schade. Jetzt The Tower wäre nämlich effektiv hier in dem Raum. Könnte mich allerdings selber sprengen, von daher auch gefährlich. Keine Frage. Und ich wüsste halt nicht, wie ich darüber komme. Ich kann das nicht so sprengen, dass die Bomben... Na, das ist ein bisschen blöd. Ich Depp, ich hab doch die Bibel. Ich Depp! Oh mein Gott, ihr hättet mir jetzt sowas von... Oh Gott, ihr hättet mich geschlagen. Und zwar völlig zu Recht. Hättet ihr mich geschlagen. Alter, wenn ich das jetzt nicht... Oh Gott, wenn ich nicht an meinen Flug gedacht hätte. Ah, oh, bitte hättet mich deabonniert, ey, ganz ehrlich. Langsam ist es nicht mehr lustig. Langsam ist es nicht mehr lustig. Boss. Ich sehe es jetzt erst. Wir sind beim Boss. Mach die ganze Scheiße weg. Mach die ganze Scheiße weg. Das war knapp. Ich wäre fast in den reingelaufen, ne? Ich wäre fast knallhart in den reingelaufen. Ich drück halt nach unten und er schießt noch nicht. Er braucht halt echt eine Weile. Bombe. Bombe, 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 Bombe. Ich muss es testen. Es tut mir leid, ich muss es testen. Für auch wann anders vor allem. Ob man dieses Ding so aufsprengen kann. Ne? Weil, wie soll man sonst da reinkommen? Hä? Wie soll man dieses Item kommen? Es gibt hier keinen Geheim... Hä? Leute, bin ich dumm oder komme ich einfach nicht ran? Und das ist so ein Trollraum im Sinne von, hä, hä, du kommst hier nicht ran. Aber ich meine, die Attackfly war ja eh geil. Also keine Ahnung. Ich bin ja zufrieden mit der Attackfly. So ist es ja nicht. Wo ihr mich falsch versteht. Okay. So, wir setzen Strange bei Isaac ein. Und hoffen dann auf, dass ich dran denke, mir Emperor wieder zu holen, weil sonst bin ich dumm. Also wenn ich mir Emperor nicht hole, bin ich das dümmste Wesen auf der Welt. Weil das ist mein Ticket zu Blue Baby. Ich muss jetzt aber erst Isaac besiegen, das ist das Problem. Ich muss jetzt erst Isaac besiegen. Wünscht mir Glück. Danke. Das Gute ist halt, seine Tiers, ne? Ihr seht's ja. Die slowen jetzt halt komplett runter. Alter. Und sollte ich getroffen werden, dann reagiert ja die Attackfly. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, jetzt nämlich. Wohin, wohin, wohin? Bin ich hier safe? Vor allem sind es ja zwei Attackflies. Stimmt. Durch die Kiste sind es ja zwei Attackflies. Die Brains wollen nicht los. Die Brains wollen einfach nicht los. Scheiße. Scheiße! Wo bin ich safe? Gefährlich hier zu stehen, oh Gott. Ich bin hier ganz un... Nein! Fuck!
Ja, das nützt mir nichts mit einem halben Herzen. Ach du Schande. Na gut, hoffen wir, dass wir am Anfang irgendwelche geilen Items bekommen. So, hier habe ich Emperor liegen lassen, ne? Jo. Oh Gott! Vorsichtig. Boah, scheiße, halbes Herz. Wie soll ich denn damit durchkommen? Wie soll ich denn damit durchkommen? Ist es jetzt dein Ernst? Ah, nee, ich dachte schon. Curse of the Unknown ist... Okay, das ist da oben. Das ist mein halbes blaues Herz. Ja, nice. Okay, ich guck kurz nach, was das alles ist. Ich meine, es sieht aus wie ein Familiar, den ich auf jeden Fall mitnehme. Der wahrscheinlich zusätzlich schießt. Aber wie soll ich mit einem halben blauen Herz jetzt da durchkommen? Keins von den Items gibt mir jetzt nochmal ein blaues Herz, ne? Das ist ja das Yamhart. Das wird mir überhaupt nichts bringen. Dann dieser Familiar mit den Glubschaugen. Ist Harlequin Baby, Double Shot Buddy. Shoots two normal Tears. Ja, toll. Dann ist noch dieses... ist das irgendein Tech-Ding? Lass mich mal kurz nochmal angucken. Lass mich das nochmal kurz angucken. Das ist das Metallauge mit nach oben und nach unten zwei Drähten. Okay, es ist nicht Technology. Es ist Tech 5. Gib mir eine Laser... Ja, aber den habe ich, den kann ich halt wahrscheinlich eh nicht einsetzen. Den kann ich halt wahrscheinlich eh nicht einsetzen, weil ich ja, ne, Tiers nicht einsetze. Ich meine, ich sammle es eh ein, von daher egal. Was soll's. Scheiße. Und dann hat man noch diese komische Wolke, die hatten wir, glaube ich, schon mal. Oder? Was ist das? Lass mich nochmal kurz nachgucken. Ist das nicht die Wolke, die mir folgt und so einen Regen, so eine Wasserdings macht? Einfach nur. Ist es nicht das? Ich glaube, das war eins von den Afterbirth Plus Items. Ja, ja, Depression. Gains a cloud familiar that follows him and leaves a trail of tears on the floor. Ist alles cool, aber nichts für, wenn man ein halbes Herz hat. Scheiße. Useless. Och nee, Mann. Ich kann doch nicht mit einem halben Herz mich zu Dings begeben. Ich bin doch tot. Vor allem habe ich meine... Oh, ich muss ja erstmal zwei Räume spielen, um die Dings aufzuladen. Das war's. Mit einem halben Herz, ich kann nicht knicken. Also... Ich habe so gehofft, dass hier gebrauchbare Items rauskommen. Was mache ich jetzt? Ich kann in den Raum reingucken. Wenn der Raum scheiße ist, gehe ich mit Emperor halt zum Boss. Na? Wenn der Raum spielbar ist, probiere ich ihn.
Ah, Leute, wir sind verloren. Ich sag euch, wir sind verloren. Es tut mir leid. Ich glaube, wir sind verloren. Weil ich kann jetzt ja nicht mal die Attack Fly einsetzen. Weil ich kann ja nicht getroffen werden. Die nützt mir jetzt ja nicht mal was. Ein Treffer und ich bin down. Oh, wieso musste ich so viel Herzen jetzt wieder verlieren? Das ist doch scheiße. Wir probieren mal den Raum hier aus. Weil wahrscheinlich spreng ich mich jetzt aus irgendeinem Grund. Okay, wenn ich nicht kompletten Mist mache, sollte ich in dem Raum was reißen können. Dadurch, dass die halt runterslowen, kann ich mich halt recht gut bewegen. Aber es ist böse riskant, was ich hier tue. Ich weiß das. Ich weiß das. Müsst ihr mir nicht erzählen. Wenn wenigstens ein blaues Herz spawnen würde. Bates, ja gut, das nützt mir jetzt auch nicht so viel. Und größere Explosionen nützt mir auch nicht so viel, aber durch den großen Raum hat sich jetzt zumindest meine Kiste komplett aufgebaut. Und ich habe 5 Bomben. Ich kann jetzt versuchen zu hoffen, hier noch einen Geheimraum zu finden, in dem Bereich, in dem ich bin. Viel mehr kann ich nicht tun. Aber da werde ich nicht das Glück haben. Ich guck wieder vorsichtig in den nächsten Raum rein. Wenn er kacke aussieht, versuche ich sofort rauszugehen. Ich hoffe, ich versau das nicht. Ich hoffe so. Ich bin sowas von auf Q. Ich bin sowas von auf Q. Am Drücken, ne? Ich bin sowas von auf Q am Drücken. Das traue ich mich nicht. Sorry. Da ist vorbei. Ja, flieg irgendwo hin, wo ich nicht bin. Ist voll okay. Boah, ich wäre fast reingelaufen. Es war so scheiße knapp. Oh Gott, danke fürs Zuschauen, falls ihr durchgehalten habt. Und tschüss.